Es gibt ein erschütterndes Ereignis aus Schönbergs Leben, das ich Ihnen mitteilen will, da ich der einzige Augenzeuge war. Es muss im Jahre 1908 gewesen sein, und zwar in der Nähe von Gmunden, wohin wir, Schönberg-Schüler, unserem Meister nachgefahren waren. Eines Nachts hörte ich unter meinem Fenster eine Stimme, Schönberg-Stimme. Der Hunger, hungrig, der Wut, der Hunger, hungrig, der Wut, der Hunger, hungrig. Der Hut, der Hunger, hungrig, 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 der Hut. Der Hunger, hungrig, der Hut, der Hunger, hungrig, der Hut, der Hunger. Was wollen die Morgen Morgenland machen? Was wollen die machen? Was wollen die Morgen machen? Was machen? So, ich warte noch. Dagmar Ligari, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Anna. Hallo, Anna. Ich hätte gerne deine Gedanken, bitte. Ja, schauen wir gerne mal rein. Danke. So, ich warte noch. Dagmar Ligari, hallo? So, ich warte noch. Dagmar Ligari, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da? So, ich warte noch. Dagmar Ligari, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da?
Marigari, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Marigari, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Es ist die Geschichte, die wichtig ist und nicht irgendein abgedroschener, glücklicher oder tragischer Schluss.